Jo Leute, was geht? Na, jetzt willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach kostenlos eure Munition wieder aufrüsten könnt. Das ist wirklich ganz einfach und geht auch wirklich ganz schnell. Ja, es geht aber nicht mit allen Waffenkategorien. Es geht auf jeden Fall mit den Haftbomben, also mit dieser kompletten Kategorie geht's, wo die Haftbomben drin sind. Dann die Pistolenkategorie, da wird es auch gehen. Diese zwei Kategorien gehen definitiv auch, das habe ich probiert. Was auf jeden Fall nicht geht, ist das hier mit den Panzerungen und Lenkraketenwerfer. Diese Kategorie funktioniert eigentlich nicht, aber ansonsten funktionieren eigentlich alle Kategorien und ist auch wirklich ganz einfach. Ja, ihr müsst euch einfach nur einen Job anfordern, entweder von Simeon, von Gerald oder von Martin. Ist ganz egal von wem, aber einer von den dreien muss es auf jeden Fall sein. Wie gesagt, ihr tut euch einfach den Job anfordern und dann wartet ihr, bis der Job angekommen ist. So, ist der Job nun angekommen, dann können wir auch direkt losstarten. Ja gut, ich werde es euch jetzt mal demonstrieren. Meine Waffen sind gerade alle auf voll. Ich werde es euch aber trotzdem einfach mal demonstrieren. Ich zünde einfach mal gerade ein paar Haftbomben. Gut, ich Idiot habe jetzt Selbstmord begangen. So Leute, ihr seht jetzt, ich habe jetzt 21 Haftbomben und zwar wird die Munition jedes Mal verdoppelt. Das heißt, wenn ihr jetzt 3 Haftbomben haben solltet, werden dann die Haftbomben dann auf 6 verdoppelt, danach dann auf 12 und immer so weiter. Ich werde es euch jetzt einmal mal demonstrieren. Und zwar müsst ihr einfach nur die gewünschte Waffe dann ablegen. Ich habe jetzt die Haftbomben jetzt abgelegt, dann geht ihr einfach in den Job von Martin rein oder Gerald oder Simeon, ganz egal, je nachdem, wo ihr euch den Job halt angefordert habt. Wenn ihr drin seid, geht ihr einfach wieder raus. Nun schnappt ihr euch wieder die Haftbomben und ihr seht, ja, die Haftbomben sind auf jeden Fall wieder voll. Ja, ich kann es euch jetzt auch mal mit dem Kampfgewehr mal demonstrieren, dass es aus dieser Kategorie auch geht. Ja, ihr seht, ich habe wieder volle Munition. Ich werde einfach jetzt mal 100 Schuss absetzen und dann seht ihr das ja. So, ich habe jetzt oben 9854 und 46 noch im Magazin drin. Ich werde jetzt das Kampfgewehr einfach abwerfen. Dann gehe ich wieder in den Job rein von Martin, den ich mir gerade angefordert habe. Gehe dann aus dem Job wieder raus. Dann laufe ich jetzt wieder zu dem Kampfgewehr hin, was ich gerade abgeworfen habe. Und Leute, ihr seht, ich habe wieder 9.939 und 60, also das Maximum. Ja, ist auf jeden Fall wirklich sehr einfach und ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal, interessant für die Leute, die gerade nicht viel Geld in GTA haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.